Hallo Leute und herzlich willkommen zu Chalupi wieder einmal, nach letzter Woche Pause, genau. Ich weiß nicht, ob das Video gestern schon kam, oder, oder ob es heute kommt, oder wann auch immer. Auf jeden Fall ist dieses Ich-Spiel Formel 1, aber das ist ja dumm, wenn ich es schon sage. Naja, also auf jeden Fall so ein bisschen was anderes. Es ist leider nur 2 Minuten, aber es liegt halt einfach daran, das Video. Ich sag's euch, ich habe irgendwie 3 Stunden Formel 1 aufgenommen und das irgendwie, keine Ahnung, extrem lange geschnitten, auf jeden Fall mehrere Stunden. Und Alter, das war halt, es ist halt so ein bisschen, ich rede nicht, sondern es ist mehr so ein bisschen Comedy-mäßig sozusagen, was so ein bisschen passiert ist, da als ich Formel 1 online eben gespielt habe mit Randoms. Das habe ich halt versucht, so ein bisschen zusammenzuschneiden und alles und dann, ja. Genau, das ist halt dann dabei rausgekommen und toll, mir ist gerade ein Reifenplatz. Egal, wir müssen hier sowieso wieder ein bisschen aufrüsten, glaube ich. Genau, und das, ja, ist halt alles, hat ein bisschen lange gedauert und alles. Ich habe es trotzdem hochgeladen, auch wenn es nur 2 Minuten sind. Da es meiner Meinung nach eigentlich trotzdem sehr lustig war, alles. Auch wenn es, naja, halt eher etwas kurz war. Okay, der Wein ist immer noch kaum wert. Wir müssen ja, glaube ich, einen neuen Reifen kaufen, ja. Ja, ein neuer Reifen sollte reichen. Die anderen haben immer noch 3 von 3 oder 2 von 3. Benzin füllen wir wahrscheinlich dann auch noch auf und dann müssten wir am besten nochmal den Motor so ein bisschen reparieren. Ja, ich guck mal, was ich finde. Okay, Leute, ich habe jetzt hier den Reifen gepackt. Mache jetzt hier erstmal kurz, repariere ich das hier alles. Außer der, weil den Schlauchvergaser könnten wir theoretisch auch mal einen neuen kaufen. Also halt einen komplett neuen, ja. Deswegen repariere ich jetzt erstmal das hier. Und den Motor. Leute, ich habe jetzt getankt, ich habe den Reifen gewechselt und eigentlich jetzt alles drum und dran gemacht. Das heißt, wir fahren jetzt, oder warte, wir gehen kurz eine Route aus und dann gehen wir noch zum Likers vor. Okay, ich würde sagen, wir nehmen die, weil da ist Sonne. Zwar ein bisschen eine holprige Piste und dafür aber eine Tankstelle. Wird vielleicht ganz nötig. Okay, Leute, der Wein ist leider nicht teurer geworden. Wir gucken jetzt erstmal noch kurz im Likers Store für einen neuen Vergaser. Okay, Leute, weil wir uns den besten nicht leisten können, würde ich einfach sagen, wir holen uns eine Batterie, oder? Bringt uns ja am meisten. Ich meine, Motorenvermögen wie eh noch nicht. Und ja, Upgrades brauchen wir nichts, haben wir ja schon. Das hier finde ich relativ unnötig. Deswegen kaufen wir jetzt eine Batterie. Und noch einen Wassertank. Ich meine, wieso nicht? Oh shit, Leute. Oh, zum Glück kommen wir hier noch raus, Alter. Ich bin ein bisschen zu weit bei der Kurve rausgekommen. Uiuiui, Alter. Okay, er kontrolliert wieder, aber egal, weil Bier ist verboten und wir haben ja nur Alkohol dabei. Okay, let's go, wir können weiterfahren. Ehre, schönen Tag noch. Oh Leute, ich habe ein Paket gefunden. Alter, ist ein riesen Paket. Ja, wir machen jetzt erstmal die Jungen drauf und fahren direkt weiter. Hey, die bin ich überholt, hallo. Oh leid, oh Gott, Alter. Es musste sein. Ich weiß übrigens nicht, Leute, wieso ist mein Auto nur. Es kann nur 20 km/h fahren, irgendwie. Also, jetzt gerade geht es ein bisschen. Oh, das ist ein Autofahrer. Jetzt gerade geht es ein bisschen hoch, aber. Sonst sollte das eigentlich nicht passieren. Weiß nicht, wieso das so langsam ist. Weil ich meine Freundin bin ich 80 gefahren auf der Gerade. Okay, aber ich halte jetzt hier kurz an, aber ich muss sie natürlich aufhalten. Geht sonst nicht. Nein, Leute, wie viel Glück muss man haben? Hier ist der beste Schlauchvergaser. Ja, moin. Ich glaub's ja nicht. Den wollten wir uns doch kaufen, aber wir konnten ihn uns nicht leisten. Ups. Nein, ich nicht hupen, ich wollte hier aufmachen. Hallo. Junge, kann ich hier aufmachen? Wie viel Glück muss man haben? Oh, let's go. Alles ist gut, bis auf den Motor. Auf den müssen wir jetzt noch sparen. Dann geht's, glaube ich, richtig. Ja, jetzt beruhig dich doch mal. Dann geht's, glaube ich, richtig ab. So, Leute, ich habe sie jetzt mal blockiert mit den Rädern. Dort waren nämlich richtig viele Räder. Ich konnte noch eins mitnehmen, zum Glück. Ach komm, jetzt steig ein. Ich fahre jetzt mal weiter und mal gucken, ob die das kann, hier drüber fahren. Ich denke zwar schon, ich glaube, sie wird sie einfach nicht machen. Man weiß ja nie. Und? Ja. Boah, Alter, wir geben ordentlich Vollgas. Aber wir können jetzt auch nachziehen, oder? Naja. Oh doch, jetzt geht's ab. Weil es runter geht. Können wir uns wieder ein Rennen leisten. Hoffentlich macht es uns aber diesmal nicht wieder aufs Dach. Guck mal, Alter, wie fährt die eigentlich? Aber jetzt haben wir sie überholt. Wow. Oder sind gerade dabei? Aha. Jo, Alter. Nee. Oh. Wieso immer ich? Hä, als ob sie einfach auf der Straße geblieben ist. Hä, ja. Sie ist einfach weg. Als ob. Das ist doch ein Scherz. What? Egal, ich fahre jetzt erstmal weiter. Oh, Leute, guck mal, da ist sie wieder. Ja, unser Auto ist aber schneller. Ich wollte aber hochgehen, nicht unbedingt. Jetzt kann ich wieder nur noch 20 fahren. Hä? Was ist los? Hallo, wir sind hier auf der Geraden. Und übrigens, könnt ihr euch noch an diese Brücke erinnern? Scheiße, da sind wir auch stehen geblieben. Das war ein Erlebnis, ey.
Leute, hier, wir haben zwar wieder den Notfall. Deswegen biegen wir jetzt hier ab und gehen wir jetzt wieder runter zum Motel. Leute, hier ist das Motel, dann packen wir das Auto davor. Natürlich. Fuck, wir haben kein Geld, merke ich gerade. Oh nee. Hallo? Ich kann das Auto nicht mehr machen. Doch jetzt. Ja, wir müssen es einfach wieder hoffen, dass uns jemand Geld gibt. Ey, wir sind ja so am Limit. Ja, 40. Oh, geil. Danke. Boah. Ohne den wären wir richtig gefickt gewesen. Dann zahlen wir es kurz, dann klopfen wir nach oben. Ja, ist leider schon passiert, ne? Dass ich die Gäste gestört habe. Let's go. Nochmal. Ja, nice. Jetzt haben wir trotzdem schon wieder 50. Okay, dann will ich nicht schlafen. Und dann würde ich sagen, das wird diese Folge Chalupi. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Is it what do you see as you twist the tide?